Hallo, grüßt euch. Willkommen in Henners Schmiede. Aber wie ihr sehen könnt, diesmal dreht es sich um einen Kamin in diesem Video. Wir heizen jetzt schon seit gut 15 Jahren mit Holz. Ja, und jetzt bin ich ein paar Mal schon gefragt worden, so wie das Ganze hier so funktioniert, worauf man achten sollte, wie man das einbaut. Ja, und dann dachte ich mir, drehe ich jetzt darüber mal ein Video und erkläre mal so meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit so einem Kamin. Ja, es kann aber auch sein, dass wir sogar noch was reparieren müssen. Lasst euch überraschen. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, so einen schönen Kamin einfach hinstellen, betreiben, fertig, aus. So einfach ist es nicht. Ist aber klar, wenn man einen Schornstein hat, den man betreiben kann, das kann man hier über seinen zuständigen Schornsteinfeger dann in Erfahrung bringen. Der schaut sich das Ganze an. Steht eigentlich so im Aufstellen erstmal von so einem Kamin nichts im Wege. Stellt man hin, schließt ihn an den Schornstein an. Das ist dann in dem Fall, haben wir es hier oben gelöst. Dort sieht man es, kann man das dann so anschließen, geht dann nach draußen. Ich hatte da keinen Schornstein, ich habe von draußen dann den Edelstahl-Schornstein dran gesetzt, an die Hauswand und da dran angeschlossen. Ja, jetzt einfach so irgendwas reinwerfen, Hauptsache es brennt, sollte man auch nicht. Man möchte ja nicht zusätzlich die Umwelt irgendwie belasten mit irgendwelchen Schadstoffen beim Verbrennen, sondern da nimmt man, wie man es hier drüben sieht, schönes Scheitholz, das dann auch dementsprechend getrocknet sein muss. Das darf eigentlich auch nur eine Restfeuchte haben, so zwischen 15, 18% Maximum. Das sollte es haben. Damit man dann feststellt, wie feucht das Holz ist, wenn man es gelagert hat, beziehungsweise wenn man es einkauft, gibt es hier solche, das ist jetzt von der Firma Dolma, da gibt es verschiedene Hersteller. Ich mache da jetzt für keinen Werbung. Aber so ein Feuchtigkeitsmessgerät. Da geht man einfach her, nimmt sich so eine Holzscheite, die spaltet man eigentlich auf, dass man dann die Feuchtigkeit im Holz innen drinnen misst. Ja, das ist von mir jetzt schon mal gespalten worden. Und wie wir sehen, wir sind hier bei gute 12-14% Restfeuchte. Das ist schon ein bisschen zu trocken. Ja, geht aber auch noch. So, hier auf 14%. Das ist so die richtige Restfeuchte, die das Holz haben sollte, um es dann zu verbrennen. Ist das Holz zu nass, wenn man es verbrennt? Dann kann im Schornstein sogenannter Glanzruß entstehen. Da sieht man daran auch, dass die Scheiben schwarz werden an dem Kaminofen. Und wenn sich im Schornstein Glanzruß bildet, dann kann es sogar zu einem sogenannten Schornsteinbrand kommen. Ist das Holz aber zu trocken, das heißt, wir sind weit unter den 10%, 8% drunter, dann verbrennt das Holz schon fast wie Papier. Das bringt also dann nichts, dann hat das nicht den Wärmewert, dann ist es überlagert. So zwischen 10 und 15%, das ist die ideale Restfeuchte. Nun gibt es ja noch dann verschiedene Ausführungen von solchen Kaminen. Also ich kann jetzt einen normalen kleinen Holzkamin kaufen, wo man abends dann einfach das Feuerchen anmacht, ein paar Scheiten reinlegt, vielleicht am Wochenende gemütlich abends vor einem warmen Kaminofen setzt, sich irgendwie seinen Glühwein oder sonstiges schmecken lässt in der kalten Jahreszeit und das Knistern im Feuer betrachtet. Dann gibt es noch sogenannte Dauerbrandofen. Die sind also dazu geeignet, den Ofen den ganzen Tag zu betreiben. Das heißt, man ist das Wochenende zu Hause und sagt, ich heiz jetzt damit den ganzen Tag mein Raum, meine Etage, wo ich wohne. Ja, lass die Tür offen stehen von dem Raum, wo der Kamin drin steht, dass die Wärme in andere Räume mit reinzieht, wie auch immer. Und als grünen Abschluss gibt es das Ganze als Dauerbrandofen inklusiv wasserführend. Das heißt,
Damit kann ich dann im Grunde genommen das ganze Haus über mehrere Etagen heizen. So, das Feuer brennt. Es wird langsam warm. Die Wärme steigt natürlich nach oben, sammelt sich unter der Decke. Ja, aber wie kriegt man denn die Wärme jetzt rüber in einen anderen Raum? Man kann die Tür offen stehen lassen. Oder aber, so habe ich es gemacht, und zwar ist das der Raum gegenüber vom Wohnzimmer, wo der Kaminofen steht. Da bin ich hergegangen und habe hier in dem oberen Bereich einen Mauerdurchbruch vorgenommen, habe dort einen sogenannten Rohrventilator eingesetzt, ein Kunststoffrohr mit eingebaut und das Ganze hierüber an so einen Drehregler angeschlossen. Das Ganze gibt es auch jetzt schon fix und fertig zu kaufen. So eine Firma hat das jetzt neu für das Jahr ins Programm aufgenommen, wo es das fertig gibt. Da ist auch sehr wahrscheinlich der Motor etwas leiser wie bei mir. In meinem Fall erzeugt er doch eine gewisse Lautstärke. Dafür ist das Ganze aber schon seit 8 Jahren verbaut. Jetzt wird die warme Luft vom Wohnzimmer hierüber abgesaugt und in den Flur ins Treppenhaus geleitet und steigt dementsprechend weiter nach oben auf. Irgendwann kam ich allerdings dann auf die Idee, warum soll ich nur das Wohnzimmer heizen und eventuell noch ein bisschen den Flur mit? Lass mich doch einen Kaminofen einbauen, mit dem ich das ganze Haus heizen kann und mit dem ich sogar noch Gas spare. Und da fiel dann die Entscheidung auf einen sogenannten wasserführenden Kaminofen. Ich hatte das mit meinem Schornsteinfeger abgeklärt. Ich konnte also vorher meinen alten einfach abbauen und an den vorhandenen Schornstein meinen neuen anschließen. Ja, so weit, so gut. Jetzt gingen aber allerdings ein paar kleine Probleme los. Ich kann nicht einfach so hergehen und so einen wasserführenden Kaminofen bei mir im Wohnzimmer dorthin stellen, wo der alte stand. Weil dieser Kaminofen, den ihr jetzt hier seht, wiegt betriebsfertig knapp eine halbe Tonne. Da sind Wassertaschen mit drin. Da ist all möglichen an Umlenkungen und Technik mit drin, dass das Ding so richtig schwer macht. Und ich musste jetzt nicht nur den Boden verstärken, damit der Kaminofen damit der Decke dementsprechend den Kaminofen trägt, sondern ich musste den auch irgendwie an die bestehende Heizungsanlage mit anschließen, mit integrieren. Nach Rücksprache mit meinem Statiker bin ich hergegangen, habe hier in dem Bereich, wo der Boden gefliest ist, komplett den Boden in meinem Wohnzimmer geöffnet, bis auf die Balken, und habe in dem Bereich des Kamins 3 Wechsel eingezogen zwischen den Balken. Somit war der Boden vorbereitet, um so einen schweren Kaminofen drauf abstellen zu können. Man hat mir auch davon abgeraten, bei einem wasserführenden Kaminofen eine Glasplatte drunter zu legen, da sollte mal Wasser austreten und dieses dann unter das Glas ziehen, ich das nie wieder wegbekomme. Also alles rausgeschnitten bis auf die Balken, dementsprechend Wechsel eingezogen, dann eine Buche-Multiplex-Platte in der gleichen Stärke des alten Bodens eingesetzt, darauf Entkopplungsbahn und darauf dann gefliest. Wenn jetzt Wasser austritt, kann ich das auf den Fliesen einfach wegwischen. Hier in dem hinteren Bereich findet dann die Verrohrung statt. Das heißt, ich brauche einmal Vorlauf von der Heizung hier hoch zum Kamin, einmal Rücklauf vom Kamin, das warme Wasser wieder runter zum Pufferspeicher, einmal einen Frischwasseranschluss und einmal einen Abwasseranschluss. Wozu Frischwasser, wozu Abwasser? Das erkläre ich gleich. Ein Dauerbrandofen, wie in meinem Fall, hat auch noch zusätzlich, hier unten sieht man es, einen Frischluftanschluss von außen.
Das heißt, die Verbrennungsluft zieht er sich von außen direkt und nutzt nicht die Luft, die im Raum ist. Wenn man also sowas einbaut, dann, ja, man hat den Schornstein im Haus drinne, muss man gucken, wie man sich irgendwie die Frischluft hier zuführt. Gut, dann gehen wir mal runter in den Keller. So, im Heizungskeller angekommen. Ja, hier haben wir die alte Gasheizung, Gasbrennwerttechnik, die seinerzeit noch im Haus verbaut war. Nebendran dann durch den wasserführenden Kaminofen neu installierten Pufferspeicher. Und wie man hier schon im Hintergrund sieht, da geht es schon los mit der ganzen Vorrohrung. Also durch den Umbau der ganzen Anlage wurden hier doch etliche weitere Rohre noch hinzugefügt, weil nicht nur der wasserführende Kaminofen eingebaut wurde, sondern gleich auch noch eine Solaranlage dazu. Das sind die Leitungen, die nach oben in das Wohnzimmer gehen, zu dem Kamin. Da habe ich ja, wie gesagt, Vorlauf, Rücklauf. Das sind dann hier die ummantelten Leitungen, damit die Wärme dementsprechend drin isoliert wird. Geht hier rüber in die zwei Anzeigenuhren, wo ich dann ablesen kann die Temperatur von Vorlauf, Rücklauf, und geht dann hier rüber ab in den Pufferspeicher. Dann kommen die zwei Leitungen, einmal die ummantelte und einmal die mit der weißen Ummantelung. Die weiße ist einmal Kaltwasseranschluss und die ohne Ummantelung, das ist eine Abwasserleitung. Die führt hier drüben in den Trichter rein mit Geruchsverschluss und geht dann ab in den Kanal. Ich erkläre noch, wofür der Kaltwasseranschluss und der Abwasseranschluss an dem Kaminofen sein muss. Das habe ich nicht vergessen. Wir bleiben jetzt erst aber mal dabei, wie kann ich denn mit einem wasserführenden Kaminofen denn das ganze Haus dann beheizen? Das ist nicht sonderlich schwer. Ich habe ja hier meinen Pufferspeicher. Ich bin aber hergegangen und habe gesagt, dass ich nicht möchte, dass die Gasheizung, lese hier, meinen Pufferspeicher aufheizt. Weil wenn ich dann abends nach Hause komme oder am Wochenende und habe die ganze Zeit den Kamin oben an, dann habe ich irgendwann mal hier unten meine Solltemperatur erfüllt. Und dann weiß die Anlage nicht, wohin jetzt mit der Wärme, die durch das Verbrennen vom Holz entsteht, wohin sie die fördern soll. Also muss das irgendwie, ja, die Wärme muss irgendwie weg. Also ist die ganze Anlage hier so dimensioniert, dass ich oben ohne weiteres 2-3 Tage lang am Stück den Kamin laufen lassen kann, komplett durch, und trotzdem noch der Puffer hier genug Leistung hat, das aufzunehmen. Aber wie kann ich das jetzt unterstützen? Und zwar über diesen Anschluss. Ich hatte sie euch gerade schon markiert. Das ist die Leitung, die von der Heizung, oben von den Heizkörpern hier runterläuft. Die kommt oben von der Wohnung, geht in den Speicher rein, wird über eine Heizspirale im Speicher aufgewärmt, geht über diese Leitung raus und geht dann in die Heizungsanlage rein, in den Eingang. Wo ursprünglich die Heizkörper, die Rücklaufleitung drin war, läuft jetzt diese Leitung rein. Dieses Drei-Wege-Ventil hier und diese zwei Uhren, die ich hier habe, seht ihr gleich, ich mache nochmal ein Foto. Die ist dafür da, damit diese Rücklauftemperatur hier 71 Grad nicht übersteigt. Weil ansonsten würde ja meine Gasheizung sagen, da oben muss das Haus brennen. Es kann ja nicht sein, dass das Wasser wärmer runterkommt, wie ich es raufschicke. Und dann schaltet die auf Störung. Damit das nicht passiert, haben wir dieses Drei-Wege-Ventil drin, um die Temperatur zu begrenzen. Und solange der Kamin oben warmes Wasser produziert und den Pufferspeicher hier aufheizt,
brauche ich kein Gas. Aktuell läuft sie noch. Ich habe den Kamin ja jetzt gerade eben erst angemacht. Wir waren unterwegs. Das heißt, das Wasser hier in dem Pufferspeicher ist nicht heiß genug. Das heißt, die Gasheizung hier heizt ganz normal mein Haus. Erst dann, wenn ich jetzt noch weiterhin oben aufheize, hier drinnen sich das Wasser noch weiter erwärmt, schaltet die Gastherme aus. Also mein Gasverbrauch ist von ca. was waren's? 2.500 Kubik für 180 Quadratmeter auf 900 Kubik runtergegangen. Man muss dazu sagen, das Haus ist von 1912. Das ist schon ein paar Tage alt. Ich denke mir, wenn man jetzt noch ein neueres Haus nimmt, dann braucht derjenige fast gar kein Gas mehr. Also das ist dann schwindend gering. Zumal im Sommer über die Solaranlage, dann hier oben, da ist ja noch eine Trinkwasserblase drin, wird mein Brauchwasser aufgeheizt. Also von daher, sowas rentiert sich auf jeden Fall, um den Gasverbrauch zu reduzieren. Tja, warum eigentlich jetzt diesen Frischwasseranschluss und den Abwasser? Nicht um das Wasser da oben dann wegkehren zu können, damit das dann irgendwie in den Kanal reinläuft, falls es mal oben undicht sein sollte. Nein. Wie ihr seht, haben wir hier die grauen Leitungen, unsere Vor- und Rücklaufleitung. Unsere zwei Uhren, Vor- und Rücklauftemperatur. Das Wasser muss ja irgendwie da rauf. Und da ist dann hier in der Rücklaufleitung solch eine Zirkulationspumpe, die mir einfach das Wasser wieder raufschickt, was im Pufferspeicher abgekühlt ist, oben am Kaminofen wieder aufgeheizt wird. Das heißt, das Wasser, wie gesagt, ne, läuft in diese Richtung, geht nach oben, also einmal rauf, kommt von oben warm in dieser Leitung wieder runter. Wenn diese Pumpe mal aus welchen Gründen auch immer hängen sollte, und das war nämlich bei mir der Fall, als ich im Herbst angefangen habe, die Heizung wieder, den Kaminofen in Betrieb zu nehmen, weil es nur draußen dann doch ein bisschen frisch wurde, saß ich oben im Wohnzimmer und es fing an, gefürchterlich zu rauschen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Wieso rauscht das denn hier so? Was rauscht? Ja, ganz klar. Diese Pumpe lief nicht. Kalk. Sie funktioniert jetzt schon seit 6 Jahren, 7 Jahren. Seit 15 Jahren heizt man mit Holz. Seit ungefähr 6, 7 Jahren habe ich den wasserführenden Kaminofen drin. Ja, so circa. Und wenn die jetzt den ganzen Sommer über nicht läuft, weil ja der Kamin nicht an ist, hing die. Jetzt habe ich dann oben geheizt. Das Wasser wird warm in den Wassertaschen, aber die Wärme wird nicht wegtransportiert. Also muss in einem wasserführenden Kaminofen ein Sicherheitsventil eingebaut werden. Das heißt, ich habe hier ein sogenanntes Rückschlagventil, damit mir hier dieses stehende Wasser nicht zurücklaufen kann in die Trinkwasserleitung. So, dann habe ich hier in meinem Trinkwasseranschluss, jetzt wollen wir ein bisschen um die Ecke rum, dieses Sicherheitsventil. Das ist dazu da, dass wenn es oben in dem Kamin zu heiß wird, öffnet dieses Ventil, das kalte Wasser strömt nach oben, kühlt intern den Kamin, damit der nicht überhitzt. Und dieses heiße Wasser, Brauchwasser, was dann jetzt entstanden ist, muss hier irgendwo hin. Und das läuft dann über dieses Rohr runter, was ich vor eingangs hier schon gesagt hatte, hier entlang, in diesen Trichter mit Geruchsverschluss. Und geht dann ab unten in den Kanal. Die blaue Leitung. Damit man mal hört, wie das so ist, kann ich das Ganze auch manuell auslösen. Das heißt, ich drücke jetzt hier drauf.
spüle jetzt im Grunde genommen manuell den Ofen oben, den Kamin. Und da kommt das Wasser wieder raus. Und das ist warm. So. Also wenn ihr sowas einbaut und sowas habt und so eine Pumpe läuft jetzt nicht nach einem halben Jahr, jetzt steht ihr da. Was mache ich? Ihr könnt ja nicht im Sommer einfach so diese Pumpe irgendwie anlaufen lassen. Oder ihr müsst im Sommer den Kamin anmachen, damit da mal die Pumpe dann zwischendrin läuft. Und jetzt kommen wir zu der Rubrik Schrauben und Reparieren. Bereich Trinkwasser. Mein Kaltwassereingang, mein Rückspülfilter, mein MAG-Ausdehnungsgefäß für die Trinkwasserseite geht hier oben rein, geht in meinen Pufferspeicher, von meinem Pufferspeicher raus, rüber zur Heizungsanlage. Der Heizungshersteller hat gesagt, das ist kein Problem. Wir können hier oben aus dem Pufferspeicher das warme Wasser in den Schichtladespeicher reinlaufen lassen von der Heizungsanlage. Hier unten drin ist ein Schichtladespeicher. Die Funktionsweise des Schichtladespeichers geht davon zwar kaputt, sagte der Hersteller der Heizung, mit denen hatten wir telefoniert. Das ist aber kein Problem, macht nichts. Also, wir kommen mit dem Kaltwasser rein, wir heizen das Kaltwasser in dieser Trinkblase auf, gehen den Kaltwassereingang von der Heizung. Ich muss hier auch einmal die Woche das Brauchwasser hier, das Trinkwasser, erheizen auf 70 Grad wegen der Legionellenbildung, die da drin entstehen kann. Damit das nicht passiert, wird das halt wie gesagt aufgeheizt. Warmwasser raus, ab nach oben in die Wohnung. Gut. Kaminofen an, Trinkwasserblase, aktuell 60 Grad, Wasser ist warm. Hier drüben in dem Schichtladespeicher Wasser kalt. Was macht die Gasheizung? Temperaturfühler, kaltes Wasser unten, anfangen warm Wasser zu produzieren. Ich habe aber doch warm Wasser. Also sind wir hergegangen und haben eine Zirkulationspumpe installiert. Das gute Stück. Das heißt, von meinem Schichtladespeicher wird das Wasser über diese Zirkulationspumpe mit einer Schwerkraftbremse und einem Tachosetter rübergepumpt in den Pufferspeicher. Und auch da hatte ich dann mal wieder das Problem, dass mit Kalk diese Zirkulationspumpe hing. Das habe ich hier oben an diesem Tachosetter gesehen. Momentan, jetzt aktuell läuft sie nicht. Man sieht, die steht auf Null. Da ist auch unten, ganz unten drin, ist so ein kleines weißes Blättchen. Und darüber ist eine Feder. Das heißt, hier passiert jetzt gerade nichts. Diese Zirkulationspumpe wird über dieses Bauteil angesteuert. Diese Elektronik überwacht den Speicher und die Heizung. Da warm, da kalt, Pumpe muss laufen. Pumpe verkalkt, beziehungsweise Sommer überlief sie kaum. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind hergegangen und haben eine Zeitschaltuhr gesetzt. In diesem Kasten sitzt eine Zeitschaltuhr und ein L-Tacho. Mit einer Vorrangschaltung von der Elektronik. Das heißt, liefert die Elektronik das Signal an die Pumpe soll laufen, läuft sie. Kommt von der Elektronik kein Signal, kommt über die Zeitschaltuhr jedes Mal ein Steuersignal, dass die Pumpe laufen soll für eine Viertelstunde. Einmal am Tag. Das reicht vollkommen aus, dass die Pumpe einfach nicht durch den Kalk festhängt. Und das Gleiche müssen wir jetzt, oder werde ich jetzt dann noch bei der Pumpe für den Kaminofen, für den wasserführenden, auch noch einbauen. Deswegen habe ich mir hier schon
habe ich nochmal geguckt. Ich habe noch solche Kästchen übrig. Hier habe ich dann noch den passenden Eltaco, den man einsetzen kann. Das ist ein Schalt- und Steuerrelais. Gibt es wahrscheinlich auch von anderen Herstellern. Wie gesagt, ich mache hier keine Werbung für die. Hatte ich halt noch von da drüben. Dann kommt hier noch eine Zeitschaltuhr mit rein. Und das wird dann hier dran angeschlossen, sodass in den Sommermonaten, wenn die Pumpe eigentlich nicht läuft, ich sie manuell bzw. durch die Zeitschaltuhr ansteuere, damit die immer wieder mal anlaufen kann, damit die Schaufelräder, die drin sind, durch den Kalk nicht festhängen. Also das ist mein Tipp an euch, wenn ihr selber dann über einen wasserführenden Kaminofen nachdenkt, durch den Heizungsbauer einbauen lasst, fragt nach, ob ihr euch das hier gleich mit installiert, weil damit spart ihr euch echt Probleme. Jetzt nochmal so mehr oder weniger zum Abschluss noch einen kleinen Tipp. Wie könnt ihr feststellen, ob so eine Pumpe läuft? Drüben bei dem Trinkwasser war es ja kein Problem. Da ist ja der Tacosetter drüber verbaut, der mir dann anzeigt, ob die Pumpe läuft oder nicht. Das haben wir jetzt hier in der Leitung nicht drin. Aber man kann es sehr schön hören, ob eine Pumpe läuft, indem man einen großen Schraubenzieher nimmt, den Kopf sich an sein Ohr hält und dann mit der Spitze aufs Gehäuse. Weil auch die wird richtig warm. Also hier das Ohr mal dran zu halten, um zu horchen, ob es läuft oder nicht läuft, das kann angenehm werden am Ohr. Also das wird auf jeden Fall warm, man friert nicht. Aber da ich mir nicht das Ohr verbrennen möchte, nehme ich so einen Schraubenzieher ans Gehäuse dran und den Kopf hier ans Ohr oder vor dem Ohr an den Knochen. Und wenn die Pumpe laufen sollte, dann hört man so ein richtiges, ich versuche es mal nachzumachen, so ein Schnack, 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 Schnack. Also man hört da drinnen das, was sich dreht. Sollte man nichts hören, dann dreht sich nichts. Ich bin dann hergegangen an dem Tag, als das war, habe mit dem Schraubenzieher gehorcht, habe festgestellt, da tut sich nichts und habe angefangen, aufs Gehäuse zu klopfen. Und siehe da, sie hat dann angefangen zu laufen, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, wie auf der Trinkwasserseite wird das jetzt hier auch noch nachgerüstet. Das baue ich dann ein. Die Zeitschaltuhr ist bestellt, die muss jetzt nur noch ankommen. Und dann wird das Ganze angeschlossen. Vielleicht drehe ich darüber dann auch noch mal ein Video, wie man das Ganze einbaut. Nun bin ich wieder oben in meinem Wohnzimmer. Hier ist es doch angenehmer wie unten im Keller. Auf jeden Fall wesentlich wärmer. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und es war für euch informativ. Und normalerweise kommt ja jetzt der Abschluss. Ne? Wenn ihr noch mehr von solchen Reparaturen sehen wollt, haben wir zwar jetzt heute nicht, aber es steht schon noch eine Aufrüstung, eine Reparatur, sage ich mal, in den Startlöchern. Da fehlt jetzt noch ein Bauteil, dann können wir damit loslegen. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, ne, dann abonniert meinen Kanal, denn es gibt immer was zu schrauben, auch am Ofen. Bis bald in Henners Schmiede.